Surya Mandala ist das Mandala der Sonne, der Sonnenkreis. Surya Mandala wird auf verschiedene Weise beschrieben. Garode sagt in Encyclopedia of Traditional Asana, dass Surya Mandala Asana das gleiche sei wie Sarvangasana, der Schulterstand. Lege dich auf den Rücken, gib die Arme neben den Körper, hebe die Beine hoch und hebe den Rücken hoch und unterstütze den Rücken mit den Händen. Das ist eine Variation von Surya Mandala. Mandala heißt aber eben Kreis. Und Surya Mandala ist letztlich der Kreis der Sonne am Himmel. Und so kannst du mit den Füßen nach hinten gehen und zur Seite und dann nach vorne und wieder zur Seite und nach hinten. So beschreibst du mit den Füßen praktisch Surya Mandala, der Kreis der Sonne. Und das kann dir helfen, verschiedene kleine Muskeln zu aktivieren und eine gewisse Körperbeherrschung zu entwickeln. Sei allerdings vorsichtig, bei bestimmten Problemen im Kreuz- und Hüft-Kreuzbeingelenken kann Surya Mandala als dynamische Übung nicht so gut sein. Für andere ist es eine schöne Übung, um nachher im Schulterstand längere Zeit ruhig und bewegungslos verharren zu können.